Seid gegrüßt, meine lieben Kaninchenfreunde. Und ich grüße heute auch alle Hater unter uns. Ich möchte heute ganz gerne mal ein anderes Thema hier durchgehen. Heute hat das mal weniger mit Kaninchen zu tun, sondern mehr mit einer Situation, die bei mir jetzt auf dem Radar aufgeploppt ist. Und zwar geht das um Hater, die Hate-Kommentare schreiben. Und vielleicht noch mal ein Wort vorweg. Ich hatte vor einiger Zeit angefangen, YouTube-Videos zu machen. Und bevor ich damit begonnen habe, habe ich mir überlegt, welches Thema ich dort dann aufgreifen wollte. Und da ich sowieso mit Kaninchen hier zu tun hatte, dachte ich mir, das ist vielleicht ein gutes Thema. Ein Thema, was einigermaßen friedlich ist und wo sich eigentlich auch keiner dran stören sollte. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war ziemlich naiv, denn es scheint, dass dieses Thema ziemlich hart umkämpft ist, gerade von Leuten, die irgendwie anderer Meinung sind und sich dazu genötigt fühlen, dort dann diverse Hate-Kommentare unter Videos zu verfassen. Und da möchte ich heute ein Stück weit drauf eingehen. Ich hatte mir überlegt, ob ich vielleicht Screenshots oder ähnliches euch mal präsentiere über die Hate-Nachrichten, die ich dort dann bekommen habe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich will solchen Sachen hier keine Plattform bieten. Von daher habe ich mich jetzt entschieden, einfach mal ein Real Talk zu machen, sozusagen ohne Skript oder ähnliches, sondern einfach mal frei weg euch meine Sicht der Dinge so ein bisschen zu schildern. Und ich hoffe, dass ihr das einigermaßen ansprechend findet. Oder wenn ihr Hater seid, liebe Hater, dass es euch dann doch vielleicht einen Gedankenanstoß gibt. Und zwar wurde ich jetzt des Öfteren darüber kritisiert, über eine artgerechte Haltung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich begrüße es, wenn man andere Meinungen hat und dann irgendwie das Bedürfnis hat, sie der Welt oder denjenigen, der die Videos hochgestellt hat, sie so kundzutun. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Sachliche Kritik ist immer gut und hilft, einen weiterzukommen. Es wird halt nur anders, wenn aus sachlicher Kritik plötzlich persönliche Kritik wird oder einfach nur irgendein Angriff auf meine Person oder auf Personen, die vielleicht meine Videos gut finden, die ich dann hochgeladen habe. Es wurde des Öfteren die artgerechte Haltung kritisiert. Ich denke, hier ist der Blickwinkel entscheidend, von wo man den ganzen Sachverhalt betrachtet. Also das, was ich jetzt sage, wird wahrscheinlich allen Tierfreunden ein wenig schmerzen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, artgerechte Haltung, wenn man dieses Wort aufgreift oder diese Wörter aufgreift, dann muss ich ganz ehrlich sagen, jedes Tier, das in Gefangenschaft lebt, ist keiner artgerechten Haltung ausgesetzt. Das erstmal sacken lassen. Das heißt, wenn ihr ein Kuscheltier zu Hause habt und ihr könnt ihm so viel Platz, wie ihr wollt, anbieten und so viel Grünes anbieten und alles, was er braucht und jeden Tag euch stundenlang mit dem hinsetzen und das mal so richtig durchkuscheln, es ist keine artgerechte Haltung. Also das muss man einfach mal so festhalten. Tiere wurden nicht geschaffen, damit man mit ihnen kuschelt, sondern Tiere haben eigentlich draußen zu leben. Dann gibt es auch nochmal diesen Aspekt der Nutzhaltung, also Tiere, die für den Verzehr gehalten und gezüchtet werden und dann entsprechend auch verarbeitet werden. Das ist so die eine Extreme. Die andere Extreme ist, wenn du ein Tier hast und es einfach nur da hast, um mit ihm zu kuscheln oder ähnliches. Also von der einen Extreme in das andere Extreme, das ist alles keine artgerechte Haltung. Egal wie viel Quadratmeter ihr diesem Tier gibt, eine artgerechte Haltung ist erst tatsächlich, wenn das Tier in der Wildbahn lebt. Und dann kommt Mutter Natur, die diese Tiere auch teilweise und gerade auch Kaninchen geschaffen hat, auch teilweise zur Nahrungsaufnahme anderer Tiere. Und wenn ihr diese Tiere jetzt bei euch habt, dann haben vielleicht andere Tiere weniger zu essen und können so nicht überleben.
Ihr merkt, ich spitze das Ding jetzt ein wenig zu. Ich persönlich habe nichts dagegen, wenn ihr Tiere als Kuscheltiere verwendet. Das ist vollkommen in Ordnung. Wenn ihr das machen wollt, dann macht das. Wenn man Tiere hält für als selbst zum Selbstversorger-Gedanken, auch von meiner Seite, also ich rede jetzt persönlich von meiner Seite, auch das ist vollkommen in Ordnung. Also ich selber habe nichts dagegen. Ich selber habe aber auch nicht den Anspruch, jetzt mir Videos reinzuziehen, die ich selber nicht so gut finde, um dort in irgendwelche Kommentare oder Hate-Kommentare dort dann zu lassen. Diesen Anspruch habe ich da nicht. Ich denke, es gibt hier gerade in Deutschland eine gewisse Gesetzeslage. Und wenn man das als Minimumstandard sieht, dann ist meine Haltung komplett gesetzeskonform. Nun kann einer sagen, ja, die Stühle sind zu klein, und das kann auch eine Meinung sein und das ist auch vollkommen in Ordnung. Diese Kommentare würde ich jetzt nicht als Hater-Kommentare dort stehen lassen. Aber wenn es dann wirklich in die persönliche Ebene geht, muss ich sagen, das geht dann ein Stück weit wirklich zu weit. Es ist einfach nicht in Ordnung. Ein Gedanke ist das menschliche Verhalten. Also wenn wir sagen, Tiere müssen wir müssen uns für sie einsetzen, und das bis zu einem bestimmten Grad gehe ich da auch vollkommen mit. Es ist nicht in Ordnung, Tiere in unwürdige Haltung zu halten. Es passt einfach nicht. Aber alles, wo ein Tier aus der Wildbahn herausgenommen wird, ist keine artgerechte Haltung. Also das muss man einfach mal so festhalten. Und wenn ihr dann sagt, 6 Quadratmeter pro Kaninchen, das ist artgerechte Haltung, auch das ist keine artgerechte Haltung. Also das muss man einfach mal so herauskristallisieren. Und wenn man dann selber ein Tier hat, dem man seine natürliche Umgebung nicht bietet, dann sollte man sich vielleicht auch ein bisschen zurückhalten, wenn ein anderer Tiere hält, wo man dann sagt, ich bin mit deren Eckpunkten so nicht einverstanden, denn man selber macht ja eigentlich genau dasselbe, nur halt vielleicht in einer anderen Farbe. Das menschliche Verhalten, denke ich mal, ist auch ein Punkt, der jetzt in diesem Zusammenhang auch ein Stück weit angesprochen werden muss. Ein Mensch, und vielleicht hasst ihr mich jetzt für diese Aussage, aber ein Mensch ist einfach mehr wert als ein Tier. Es ist einfach so. Wenn man auch die gesetzliche Lage nimmt, und vielleicht sagt ihr, mich interessieren die Gesetze nicht, dann ist es aus meiner Sicht auch vollkommen in Ordnung. Aber die gesetzliche Lage sagt auch schon, dass der Mensch mehr wert ist als ein Tier. Und wenn ich mir einfach mal vorstellen würde, diesen Kanal würde nicht ich machen als einer, der mit beiden Beinen im Leben steht, sondern es wäre ein Kind. Lieber Hater, vielleicht sogar dein Kind. Und da kommen solche Nachrichten rein, die seine Person angreifen, die vielleicht du selber geschrieben hast, so vom Wortlaut her. Also ich denke nicht, dass ein Kind mit sowas klarkommen würde. Lass es kein Kind sein, lass es ein Jugendlicher sein, der gerade dabei ist, sich selbst zu finden. Und da prasseln dann auf seine harmlosen Kaninchenvideos, wo einer einfach eine andere Meinung hat, so unzählige Hater-Kommentare. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das wird diesen Menschen nicht gut tun. Und dann ist es eigentlich auch klar, warum man immer wieder in letzter Zeit hört, dass irgendwelche Influencer oder YouTuber oder sonstiges mit der Gesamtsituation nicht klarkommen und teilweise auch Suizid begehen. Gerade wegen solchen Hater-Kommentaren. Ich denke, das ist keine schöne Situation, jemanden einfach über irgendwelche kleinen, dummen Textnachrichten ein gewisses Kopfkino zu verpassen. Und wenn ein Mensch mit sich selbst vielleicht noch nicht wirklich im Reinen ist, hört sich so hochgestocken an, aber wenn er noch nicht den Punkt gefunden hat, wo er da drüber stehen kann, sondern dass sich das wirklich zu Herzen nimmt, dann lösen diese Hate-Kommentare, ich meine jetzt nicht Anzahl 1, sondern ich meine die Summe aller Hate-Kommentare, löst das in ihm etwas aus, was ihn wirklich beeinträchtigen kann. Einfach nur, weil ihr seine Person angegriffen habt. Und das finde ich absolut nicht in Ordnung. Und wenn man sich mal vorstellt, ihr Hater, ihr wollt jetzt durch eure Hate-Kommentare einen anderen
Und ich nehme einfach mal, ich bin so naiv und nehme einfach mal einen positiven Gedanken da heraus. Ihr wollt durch eure Hater-Kommentare, durch diese persönlichen Angriffe, jemanden dazu bewegen, dass er besser zu den Tieren ist. Aber selber halt habt ihr ein unwürdiges Verhalten den Menschen gegenüber. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann Schwierigkeiten, das ist jetzt so meine persönliche Meinung, ich habe dann Schwierigkeiten, euch überhaupt ernst zu nehmen, wenn ihr euch schon nicht richtig zu den Menschen, die ja nachweislich einfach mehr wert sind als Tiere, wenn ihr euch da schon nicht richtig verhalten könnt und nicht wisst, wie ihr euch dort dann artikulieren sollt, wie könnt ihr denn irgendwas einfordern in Form eines Hate-Kommentars, was mit Tieren angeht? Also das geht gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Sachliche Kritik ist vollkommen in Ordnung. Ich hatte jetzt, um nur einfach mal ein Beispiel herauszugreifen, hatte ich vor einiger Zeit mal ein Video reingestellt und habe den Kaninchen Blätterwerk gegeben, weil ihr wisst ja, wo ich meine Blätter herbekomme. Wenn nicht, dann guckt euch gerne noch die anderen Videos an. Und da war auch ein bisschen Poré mit dabei. Und Jenis, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, hat dann einen Kommentar dort verfasst, wo sie mich darauf hingewiesen hat, dass diese Art von Nahrung für die Kaninchen ungeeignet ist. Und ja, es stimmt. Es war sachlich formuliert. Ich habe einmal nachgeguckt, habe einmal nachgelesen und kann nichts anderes sagen als ja, es ist richtig, vollkommen in Ordnung. Vielen Dank für diesen Kommentar. Aber würde jetzt meine Person angegriffen werden, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich da jetzt nicht nachgeguckt. Und wäre eher so innerlich, und so funktioniert einfach der Mensch, wäre in Verteidigungsstellung gegangen. Und mir stellt sich auch die Frage, wer sind die Hater? Ne? Also ein normaler Mensch wird ja nicht den Impuls haben, dort dann irgendwelche ellenlangen Nachrichten zu verfassen, um Menschen dort dann anzugreifen. Und ich schätze mal, dass das wieder auf das Fundament der Menschheit zurückgeht, wenn einer mit sich selbst im Unreinen ist und mit selbst irgendwie unzufrieden ist oder in einer Situation sich gerade wiederfindet, die unangenehm, verletzend oder ähnliches ist, dann kommt man vielleicht an einen Punkt, wo man Dampf ablassen möchte. Und dann sind wir leider mit der Menschheit so weit gekommen, dass wir solche sozialen Netzwerke verwenden, wo wir dann kleine Textnachrichten schön in Anonymen dort dann verfassen und in die Welt hinausschicken. Hier muss ich ein bisschen vorsichtig sein, aber ich bin mir relativ sicher, dass die Hälfte von euch Hatern, wenn ich vor euch stehen würde, euch es nicht trauen würdet, mir es knallhart ins Gesicht zu sagen, das, was ihr in euren kleinen, lächerlichen Nachrichten dort dann verfasst habt. Und somit, bevor ihr den Impuls in eurem Hirn bekommt, solche beleidigenden Nachrichten zu verfassen, versucht doch mal, eure eigene Situation so ein bisschen zu reflektieren. Ist bei euch alles in Ordnung oder stimmt irgendwie was nicht? Und ihr sucht nur ein Ventil, um irgendwie diese negative Energie aus eurem Dunstkreis herauszulassen. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, das wird euch so nicht weiterbringen. Von daher, sachliche Kritik ist vollkommen in Ordnung. Wenn ihr anderer Meinung seid, auch vollkommen in Ordnung. Aber hört auf, irgendwelche persönlichen Beleidigen oder ähnliches dort dann zu verfassen. Und hier geht es tatsächlich nicht um mich, denn ich kann gut damit umgehen. Es geht mir eher darum, wenn irgendwelche anderen YouTuber oder Leute, die vielleicht einfach nur mal anfangen, irgendwelche Videos hochzuladen, wenn die euren Schrott dort dann zu lesen bekommen, die werden sich das zu Herzen nehmen. Und wieso wollt ihr so einen extremst negativen Einfluss auf Menschen, die vielleicht noch nicht in der Lage sind, das in die richtigen Schubladen in ihrem Inneren wegzusortieren. Wieso wollt ihr sie angreifen? Ihr wollt doch auch nicht, dass das euren Kindern passiert, oder? Würdet ihr empfehlen, euren Kindern solche Videos hochzuladen, um mit dem Gedanken, dass genau solche Leute wie ihr sie dann angreifen würden? Ich denke mal, das wäre etwas, was ihr denen wohl nicht so empfehlen würdet. Und somit bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich jetzt tatsächlich mich entschlossen habe, Hate-Kommentare grundsätzlich zu löschen. Also wenn ich merke, ihr greift meine Person an, weil mir wurde jetzt in dem Zusammenhang auch schon gesagt, dass ich ein Lügner bin, weil man besser wusste,
was in meinem Video vorgeht, als ich, der es selbst abgedreht habe. Und so wurde ich schon als Lügner bezeichnet und noch vieles, vieles weitere. Sobald das auf diese persönliche Ebene kommt, was mit meiner Person zu tun hat, werden die Kommentare grundsätzlich gelöscht. Wenn ich merke, ihr greift andere Konsumenten meiner Videos an, werden die Kommentare einfach gelöscht. Und wenn ihr anfängt, da völlig durchzudrehen, wie ich den Fall dann schon mal hatte und unter mehreren Videos dann plötzlich irgendwelche Hate-Kommentare dort dann zu verfassen, dann werde ich euch bannen. Denn ich habe mich jetzt entschlossen, euch Hatern hier keine Plattform zu bieten und auch nicht diejenigen, die diese Videos gerne konsumieren, irgendwie, dass ihr sie angreifen könnt. Von daher, ihr werdet komplett gelöscht werden. Ein kleiner Rat von mir, wenn ich überhaupt euch mal einen Rat geben kann. Wenn ihr Videos konsumiert, die ihr nicht gut findet, die euch nicht gut tun, dann lasst es doch einfach. Es wird eurem Dasein wahrscheinlich nicht so gut tun, als wenn ihr Videos konsumieren würdet, die ihr gut findet. Und wenn ihr unbedingt Kaninchenvideos gucken möchtet, da sind doch unzählige Kaninchenkanäle, musste ich jetzt in letzter Zeit auch feststellen, dann sucht euch doch da was anderes raus. Es gibt Kanäle, die tatsächlich den Kuscheltiercharakter dort herauskristallisieren und dort dann alles Mögliche gemacht wird, wie für Kuscheltiere. Davon gibt es unzählige Kanäle. Genauso gibt es auch Kanäle, die den Selbstsorgergedanke dort dann auch haben. Auch da gibt es Kanäle. Ich denke, mein Kanal wird wahrscheinlich so ein bisschen die Mitte treffen. Den normalen Bürgern, den normalen Menschen, der nicht zu der einen oder anderen Extreme gehört. Und wer das nicht gucken mag, ich zwinge niemanden, diese Videos zu gucken. Und wenn ihr sie trotzdem gucken möchtet, und ich spreche jetzt die normalen Konsumenten an, ich freue mich, dass ihr immer wieder einschaltet. Schreibt gerne eure Meinung, eure Kommentare unter die Videos. Das finde ich alles gut. Und das war sozusagen mein Statement zu dieser Hater-Kommentar-Affäre, hätte ich fast gesagt. Ich wünsche euch dann noch einen angenehmen Tag, eine angenehme Woche und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.